Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge der New Super Mario Bros. 2 Versus mit dem guten Liam. Hi, 3, 2, 1, los. Let's go. Der Liam hat gerade erzählt, dass er erstmal gleich schön was kochen möchte. Willst du erzählen, was du kochst? Ich mache mein absolutes Lieblingsessen. Die meisten Leute werden nicht wissen, was es ist, es sei denn, man ist vielleicht ein bisschen in der englischen Kochszene unterwegs, auf dem Tasty-Kanal. Nennt sich Crunchwrap Sheet Pan. Das ist ein Essen aus... Vier Sachen, ne? Genau, vier Sachen. Aus vier Segmenten. Das ist halt so im Grunde ein Wrap-Blech. Mhm. Ich werde jetzt niemandem erklären, was ein Wrap ist. Wenn die Leute das nicht wissen. Ich glaube, das sollte man wissen. Ich weiß nicht. Es gibt auch Leute, die es vielleicht nicht wissen. Ich werde es dann, falls es niemandem erklären. So, auf jeden Fall ist halt ein Essen aus vier Segmenten. Bestehend aus Hackfleisch, Paprika, Hähnchenbrust und Ei. Veganer würden sich im Grabe umdrehen. Ja, vielleicht. Vielleicht, möglich. Ja, erzähl weiter. Ja, auf jeden Fall ist das, ich liebe dieses Essen, es ist super lecker. Und ich meine, es ist zwar ein bisschen anstrengend auch zuzubereiten, aber es ist tatsächlich nicht so unglaublich schwer oder so. Es ist halt nur zeitaufwendig. Jetzt habe ich 2 Sternmünzen, wo zur Hölle ist die dritte? What the fuck? Ich weiß auch nicht, Mann. Nee, auf jeden Fall, ich habe mir tatsächlich sogar das Video mal damals angeschaut. Von diesem Pen, ich kann keine Ahnung, wie ist das? Crunchwrap Sheet Pan. Crunchwrap Sheet Pan. Nee, und das sah schon ziemlich insane aus. Bisschen sehr viel, aber... Das sind 8 Packungen Käse. Das ist halt krass. Ich habe nie gesagt, dass ich sie gesund lebe, okay? Habe ich auch nicht behauptet, dass du es tust. Was bei mir tatsächlich in letzter Zeit der Fall ist, ne? Ich achte in letzter Zeit auf meine Ernährung. Generell habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich jetzt so ein bisschen angefangen habe zu trainieren, blabiblub. Also, dann sagst du 1 gegen 1 anrücken? Nee. Zwei Finger. Aktuell konzentriere ich mich fast nur auf den Bauch erstmal, weil ich erstmal das ein bisschen wegbekommen wollte. Und danach erst auf die Arme. Okay, was genau machst du? Alles. Also, gibt super viele Übungen, die ich eben für den Bauch mache. Ich habe mir damals eben so eine App installiert, was ist damals, vor 2 Monaten. Und seitdem folge ich dem relativ gut und ich sehe auch die Fortschritte extrem krass. Soll ich dir einen kleinen Tipp geben als Training-Veteran? Erzähl. Mach hauptsächlich Cardio-Training. Ja, das habe ich auch vor. Also ich bin erstmal jetzt gerade... Also wenn es darum geht, dass du halt am Bauch was verlieren willst und ein bisschen und halt definierter werden willst, klar, das ist Bauchtraining auch ganz gut. Fakt ist allerdings der, dass Bauchtraining nicht sehr effektiv ist. Ja, es ist klar, dass nur Sit-Ups oder so nicht helfen. Aber nein, ich rede von verschiedenen Bauchübungen. Prinzipiell auf den Bauch zu konzentrieren, zu trainieren, ist erstmal nicht so effektiv. Normalerweise werden Bauchtrainingsübungen als Zusatz zu normalen Übungen genutzt, weil du bei fast allen anderen Trainingseinheiten automatisch den Bauch mit beanspruchst. Egal, was du machst, selbst wenn du Arme trainierst, ja, beanspruchst du den Bauch mit an. Deswegen nutzt man eigentlich nie Bauchtraining als Einzelnes, sondern kombiniert das nur mit anderen Sachen hinzu. Weil das sonst nicht so unglaublich viel bringt. Am sinnvollsten ist, wie gesagt, halt, wenn du viel... Oh, ich bin hier bei dem Rahmenlevel. Sinnvollsten ist es nebenbei, wenn du viel halt auch Cardio-Training machst, weil Cardio-Training halt auch viel den Fettanteil senkt. Zumindest ist es sinnvoller, als wenn du die ganze Krafttraining machst. Warte ganz kurz, was definierst du als Cardio-Training? Nur um ganz kurz zu... Alles, was mit Laufen, jede Sportart im Grunde ist Cardio-Training. Ja, okay. Wir wollen mal so... Cross-Trainer. Schauen, wie du es für dich definierst. Keine Definitionssache, ist ein Fakt. Ja, letztens hatten wir auch eine Definitionssache... Bei der ich nicht ganz, ich weiß gar nicht mehr was, irgendwo auch beim Training, aber irgendwo hatten wir dann... Ja, wir beide oder wir jetzt? Ja, da hatten wir irgendwie eine andere Meinung. Ich weiß noch nicht mehr genau wo, deswegen... Okay. Wollte ich hier nochmal kurz auf Nummer sicher gehen. Also, wenn es um Training geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich recht hatte und du nicht. Also, ich weiß, Leute, ich bin hart eingebildet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in dem Fall dann recht hatte und Present nicht. Ist okay. Ich weiß selber nicht mehr genau, worum es ging. Auf jeden Fall war da irgendwas. Ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern. Ich habe doch auch keine Ahnung mehr, das ist... Schon ein bisschen her. Present erinnert sich nur, dass wir zu viele Dispute hatten. Ja, wir haben halt so viele Dispute, da kannst du halt nicht mehr mitzählen, Mann. Holy shit, so viele Puten. So viele Puten. Ich habe letztens so einen beschissenen Spruch gebracht. Oh, der war schon richtig bad, aber... Der war schon hart bad, Alter. Irgendwo hatte er auch was. Der kam schon hart flach. Der kam schon sehr flach. Aber ist okay, manchmal müssen die auch flach kommen. Richtig. Hin und wieder muss man einfach springen. Ja, warte mal, Alter. Cooper Shell. Nein! Schade. Ja, auf jeden Fall.
Ich persönlich esse eigentlich, also beziehungsweise ernähre mich eigentlich auch relativ gesund. Ich achte eigentlich immer auf Ernährung. Außer so ein Fried-Pan-Zeug, sehr. Das gönnt man sich mal. Das gönnt man sich mal, finde ich. Ich finde, es ist auch kein Problem, sich Sachen zu gönnen. Ja, das sowieso. Das ist generell sehr wichtig. Außer ich komme für die ganze Familie, also fuck it. Ja, also wenn du das alleine essen würdest, dann wüsste ich auch nicht mehr, Alter. Wie viele Kalorien sind das? 4.000, 5.000? Will ich gar nicht wissen, Alter. 8 Packungen Käse, Leute. Alter, das ist halt insane viel. Leute, ich will gar nicht wissen, wie viele Kalorien. Das sind Scheiß drauf. Auf jeden Fall viel zu viel. Viel zu viel, holy shit. Aber ja. Mal ein anderes Thema. Heraus. Absolut crazy. Pass auf, letztens war ich in der Flugschule, okay? Okay. Und da habe ich ja gerade mit dem Sekretariat geredet, wegen Flugstunden. Mhm. Und da war der rein zufällig gerade am Telefonieren. Und dann redet sie mir, meinte so, hey, kommst du aus Dortmund, oder? Ich meine so, ja. Ich bin gerade eine am Telefon. Hast du Interesse daran, in einer Schule vielleicht mit dir in Dortmund zu gehen, den Pilotenberuf vorzustellen? Ich so, okay, alles klar. Ja, so jetzt, nice. Jetzt gehe ich bei mir in der Grundschule und stelle den Kindern dort den Pilotenberuf vor. Ich habe mir so, okay. Warte, in deine alte Grundschule? Nein, in eine Grundschule. Ich habe verstanden, in meine Grundschule deswegen. Nee, bei mir in eine Grundschule. Okay. Weil es ja. Bei mir in Dortmund ist, bei mir in Dortmund-Ewing. Ja, crazy. Das ist doch cool. Ja, und ich denke mir so, Mann, jetzt muss ich so tun, als wäre ich ein verantwortungsbewusster Erwachsener. Ich meine, hey. Muss ich so tun, als wäre ich ein Erwachsener? Nein, verantwortungsbewusster Erwachsener. Ja. Ich habe was anderes gesagt. Ich habe es nicht ganz gehört, weil du ein bisschen leise bei mir warst, aber ja. Okay. Hast mich halt, ist okay. Ja, genau. So wichtig. Ja. Ja, ich habe nur gesagt, okay, gut, alles klar. Ich musste dann schon ein bisschen lachen. Mein Vater auch so direkt so, okay, du willst das machen, okay. Okay, bist du ja wirklich sicher, Liam LP? Son! XDHD. Vor allem mein Vater so, bist du ganz sicher, Liam LP? Son! Mein Vater nennt mich immer Liam, ja genau, eher Sohn, ne? Ich sehe dich da nicht. Du bist nicht so verantwortungsbewusst. Das ist korrekt. Und ich so, Mann, jetzt muss ich mich auch noch wie ein verantwortungsbewusster Erwachsener anziehen. Das heißt, Papa, gib mir ein paar Hemden von dir ab. Richtig. Erstmal klauen. Mein Vater hat einfach 2 Schränke voller Hemden und Anzügen. Ich so, okay. Immer wenn es irgendwas Wichtiges ist, ich gehe an seinen Schrank. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Das ist korrekt, man gönnt sich ja sonst nichts. Meine Fresse, was habe ich denn da gemacht? Ich frage mich, wie du in einem Anzug aussiehst. Verdammt gut. Ja, das ist Männer generell sehen im Anzug meistens gut aus, wenn sie einen ordentlichen Anzug haben. Das ist korrekt, ja. Das ist natürlich wahr. Aber ich persönlich finde ich sehe persönlich eh schon richtig krass aus. Ich sehe halt schon richtig so, also ich würde mich flanken. Das ist natürlich nice. Ja, richtig. Nee, also, ich freue mich für dich. Ja, danke. Also ich persönlich finde halt wirklich, ich sehe im Anzug gut aus. Ich finde, das steht mir. Das ist doch gut. Finde ich auch ganz ehrlich. Aber wie du halt korrekt schon gesagt hast, die meisten Männer sehen im Anzug gut aus. Ja. Ich meine. Die brauchen halt einen ordentlichen Anzug, ne? Richtig. Ich hatte zweimal? Ich glaube, ich hatte zweimal einen richtigen Anzug an. Einen ordentlichen Anzug an. Naja. Und wie gesagt, der war von meinem Vater. Mein Vater legt sehr viel Wert auf Kleidung. Deswegen war ein wirklich teurer Anzug. Ja, ich war tatsächlich auch gestern einkaufen. Ich brauchte unbedingt neue Schuhe, weil meine Schuhe waren halt... Die neuen Yeezys, nee. Alter. Oh, Leute. Ich hab immer nur ein Schuhpaar, weil... Du auch? Ja, ich brauche... Ja, heilige Scheiße, du bist die erste Person, die das genauso macht wie ich. Ich hab ein Schuhpaar. Für das ganze Jahr, ne? Genau, und dann geht das kaputt, ja. Und dann kaufe ich neue Schuhe. Ja. Einfach, ich hab das 12 Monate an, im Winter, im Sommer, ja, zu jeder Jahreszeit. Ja, ich hab jetzt gerade so richtig fette Jordans, die habe ich von meinem Bruder, das waren seine alten. Und die trage ich einfach so lange, bis die Schrott sind. Ja, ich finde, das ist auch das Schlauste, was du tun kannst, wenn du ehrlich bist. Ja, meine Eltern haben halt immer so mir früher so irgendwie 10.000 Schuhe gefühlt gekauft. Ich habe die alle nie getragen. Ich habe immer nur ein paar getragen, bis der Schrott war. Und dann habe ich die ganzen anderen Schuhe nie getragen, weil wir irgendwann zu klein wurden halt, ne? Mhm. Und ich mache das halt genauso. Ja, mein Bruder, meine Schwester haben irgendwie so einen ganzen Schuhschrank jeweils voll. Nee, das wäre mir viel zu stressig, Alter. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe halt ein Schuhpaar für alle Jahreszeiten. Ja, same. Das reicht halt auch total. Und heilige Scheiße, Seefahren dann getroffen, ey. Endlich mal. Nein, ja, ohne Witz, ich kenne keinen. Alle Leute gehen halt richtig hart auf Schuhe. Ich fühle mich da immer so richtig einsam. Ich sage, okay, ja gut, mich sind Schuhe scheißegal, Leute. Yep, same. Also, Hauptsache, sie... halten halt deine Füße irgendwie warm, ne? Ja, genau. Hauptsache, sie passen, sind für das Wetter sind auch beständig. Angenehm. Natürlich, im Herbst trage ich jetzt keine Schuhe, die ich im Sommer tragen würde. Ne, ich habe halt, also ich habe immer solche Turnschuhe, die ich das ganze genau, Jahr ich habe so Universalschuhe halt, richtig. aber es gibt halt so speziell auch nur Sommerschuhe. Meine Eltern sagen, oh, du musst dir die andere Schuhe anziehen. Ist mir scheißegal. Weil Sommer trägst du ja eigentlich leichtere Schuhe, aber die könntest du halt im Herbst nicht tragen, weil die viel zu wasserdurchlässig wären. Naja.
Deswegen habe ich halt immer so, genau, ich habe immer Turnschuhe, das trage ich das ganze Jahr lang. Jo, das finde ich auch total fein. Reicht halt auch, wie gesagt. Ja, also, finde ich halt auch. Holy shit, ich brauche nicht 100 Paar Schuhe. Vor allem, wann hat sich das so gewandelt, dass Männer 100 Paar Schuhe haben? Ich weiß doch nicht, Mann, ich weiß doch nicht. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, mir reicht's. Okay, warte, was? Hier hin muss ich? Okay, ja, ich hab das nämlich fahren. Naja, auf jeden Fall. Ja, habe ich mir deswegen gestern neue gekauft, weil. Ich bin sehr sicher, dass ich da oben hin muss. Weil meine 2 Jahre alt waren oder so und halt wirklich abgeranzt mittlerweile waren. Also, was ist abgeranzt? Aber da war halt. Die waren halt schon sehr. Sehr abgetragen. Ja, ist ja verständlich, denn wenn die 2 Jahre alt sind, dann kaufst du dir halt neue Schuhe, ist ja kein Problem. Richtig, richtig. So, selbst das tue ich nicht. Ich lasse für meine Eltern kaufen. da gönnt er sich, ne? Da gönne ich mir richtig hart den Geiz, Alter. Man kennt's bei mir. Nee, die muss ich mir selber kaufen, leider. Machst du nichts, Mann. Machst du nichts, Alter. Aber ja, und dann habe ich mir eben neue Schuhe geholt und jetzt habe ich welche. I'm dead. Und dann, generell, dann wollte ich eigentlich noch einkaufen gehen, weil ich brauche eigentlich auch nochmal neue Hosen. Das brauche ich immer, ich habe immer Hosenprobleme. Ja, Hosen, finde ich, sind auch echt schwer zu finden, ordentliche. Weil diese, was mir halt überhaupt nicht gefällt, ist, wenn sie an den Oberschenkeln so eng sind, weißt du? Ich trage prinzipiell nur weite Sachen, also ja. Du bist hier, also ich bin keiner von den Leuten, ich persönlich halte es für absoluten Bullshit, wenn du, halt solche Skinny oder Slim Jeans oder was auch immer so ein Scheiß trägt. Ich so, mein Gott, nein. Ja, ist halt auch überhaupt nichts für mich. Und deswegen, ja, das ist... Nie im Leben tragen, Alter. Das stört mich halt auch immer so, dass ich halt dort nichts Gutes finde. Aber ja. Vor allem bei mir ist halt so eine Sache noch. Leute, ich bin nur 1,74 groß, okay? Aber Buddy bei die Fische? Buddha bei die Fische? Ich bin nicht der Schlankste. Ja. Sind wir mal ehrlich. Ich habe übelst Probleme, Hosen zu finden, die ich reinpasse, die mich zu lang sind. Ach du Scheiße. Hab ich Probleme damit, vor allem mit meinem fetten Arsch. Ja. Da habe ich richtig hart die Probleme. Wow, Leute. Unangenehm, sage ich euch. Ja, ne, also, wie gesagt, das finde ich nervig. Was ich auch dort nervig finde, bezogen auf Hosen, ich mag nicht diese extrem kurzen Hosen, sondern die... Keine kurzen. Sondern die klassische Dreiviertelhose, die sich ja so ein bisschen trage ich auch nicht. Etabliert hat. Na, ich trage ja, ich habe halt so eine Dreiviertelhose, wie sie ja jetzt getauft wurde. Es ist ja auch eine, aber so als warum Meme. Jetzt? Die wurde schon getauft, da war ich ein Kind. Naja, auf jeden Fall war es so, dass ich die Hose, oder ist es halt so, dass ich diese Hose sehr, sehr gerne zum Sport benutze und alles drum und dran. Das ist halt für mich so meine Universalhose, auch zum Schwimmen. Ich liebe diese Hose, die ist halt insane. Na, auf jeden Fall. Die gleiche Hose zum Schwimmen, ja. Zum Sport machen? Alter, die ist so gut. Die ist einfach, die ist universal einsetzbar, Mann. Okay. Ich will dich ja jetzt gar nicht judgen. Ja, das ist okay. Wir judgen uns hier nicht, weil wir beide im Schuhclub über 12 Monate sind. Richtig, im Schuhclub über 12 Monate. Beide Probleme mit Hosen haben. Ja. Heilige Scheiße, das ist dumm. Das ist sehr doof. Mein Gott, leck mich doch am Sack! Tut mir leid, ich musste kurz meinen stündlichen Ausraster haben. Wo bist du gerade genau? Welt 6, Schloss. Schloss? Schloss. Du machst jetzt das Schloss? Ich mach das Schloss. Du weißt schon, dass danach die Credits wahrscheinlich laufen, ne? Ja und? Ja okay, hast du schon mal die Credits fertig? Ja, ist es schlimm? Nö, ist nicht, aber... Aber warte, was ist, wenn es am Ende des Parts ist? Weil dann... Weißt du? Ja, würde stinken, wenn ich du wäre. Nee, so funktioniert das nicht. Doch. Dann müssen wir schauen, wie wir das machen mit den Credits. Sonst ja, dann muss ich halt gucken, wie viel Zeit dann noch danach läuft. Dann muss ich im nächsten Part ein paar Minuten stehen bleiben. Jupp. So wird es wahrscheinlich dann ablaufen. Na, ich werde auf jeden Fall vor dem nächsten Part jetzt nochmal alles, was mir fehlt, nachschauen. Also wirklich alles. Ja. So, dass ich dann halt wirklich da durchgehen kann, hoffentlich. Ja. Das wird. Außerdem, ich muss das Schloss hier sowieso nochmal machen, also... Es sei denn, ich würde alles beim ersten Mal Versuch schaffen, das bezweifle ich aber irgendwie. Ja, aber es hat ja nichts mit den Credits zu tun. Die Credits laufen ja nur einmal. Bist du dir sicher? Ich bin mir sehr sicher, dass die Credits nur einmal laufen. Darauf würde ich jetzt nicht setzen. Warte, wie? Okay. Komm ich hier hin? Das ist ja richtig dumm. Naja, auf jeden Fall. Okay, the fuck. Okay. Naja, wie gesagt, deswegen, wo waren wir? Hosen. Genau, Hosen, kurze Hosen. Deswegen, da finde ich halt auch echt wenige Hosen, die mir eben gefallen, weil ich diese ganz kurzen überhaupt nicht mag.
Wie gesagt, ich trage keine Dreiviertelhosen, ich trage keine kurzen Hosen, ich trage nur lange Hosen. Ich trage nur Jeans. Jeans. Ja, also, ich normalerweise auch, aber ich würde mir eben vielleicht noch What the fuck? Hä? Noch eine ein oder andere kürzere Hose bei diesem Wetter wünschen. Wenn es irgendwie 35 Grad ist oder so. Mit also das, aber du hast recht. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drauf. Es geht mir langsam ein bisschen auf die Nerven. Ich mache jetzt einfach Level nach, die ich nachher überprüft hatte vorher. Mach das, Mann. Gott. Aber du darfst dann trotzdem das Level nicht nachschauen, das weißt du, ne? Weil das Level nicht. Ist dir bewusst. Okay, wollte ich nur einmal. Das ist nicht mein erster Part in dieser Versus. Ja, ich wollte es nur einmal gesagt haben, ne? Ah, ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, das Ding zu holen. Der muss ich mich einmal sterben lassen. Finde ich gut. Selbstmord ist meine Lösung, würde ich sagen. Okay. Ja, klar, kennt man. Man kennt's. So, da muss ich dann jetzt nochmal rein. Und dann muss ich auf jeden Fall. Wobei, kann ich ja überhaupt das Springboard noch bekommen? War das etwa vor der Halbzeit, das Springboard? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hab das Gefühl, ich wollte auch noch irgendwas sagen, aber fällt's nicht mehr ein. Wir haben über Hosen geredet. Ja. Ich habe halt nur eine kurze Hose für Sport. Mehr nicht. Ja. Aber ich finde halt auch, Sport in langen Hosen zu machen, ist Selbstmord. Ja, kommt drauf an, was für ein Sport, würde ich sagen. Wenn du laufen gehst oder so in einer Jogginghose, dann geht das natürlich. Ja, natürlich, aber ich meine aber halt, wenn ich halt trainiere und ich denke mir so, wenn ich ja in einer langen Hose trainieren würde, ja, heilige Scheiße, kannst du mich gleich von der Wand abkratzen. Naja, das ist nachvollziehbar. So, jetzt soll ich hoffentlich das Ganze hier schaffen. Ich meine, bei mir ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich meine, ich bin ja eher der Krafttraining-Typ als der Cardio-Training. Ich mache super wenig Cardio-Training, ach du Scheiße. eigentlich ist halt ein gesundes Maß an Ausgleich dazwischen am effektivsten. Aber ja, das sowieso. Ich hasse Laufen zum Beispiel. Mein einziges Cardio-Training ist halt mein Verein. Den habe ich halt nur einmal in der Woche bisher. Okay. Deswegen, ja. So, jetzt muss ich schauen, ob ich das irgendwie cheesen kann. Cheesen? Ja, cheesen mit der Pi-Sache da. Ja, gut. Alter, dieser Tanuki ist halt einfach insane. Der ist so wichtig, um manche Sternmünzen noch zu bekommen. Selbst wenn man es verhauen hat. Das ist wahr. Ist halt wirklich, wirklich stark. So, ich mache jetzt gerade noch den Welt 2 Boss-Typen dann. Dann muss ich, glaube ich, dann noch ein Level oder so machen. In Welt 2, dann muss ich noch Welt 3, Welt 4, Welt 5 machen. Und Welt 6. Aber ich habe in vielen Leveln habe ich 3 Sternmünzen. Vor allem in den letzten Leveln, die ich gemacht habe. So, Welt 4 Geisterhaus habe ich jetzt fertig komplett. Das kann ich, glaube ich, in das Level danach muss ich auch noch gehen, um das fertig zu machen. Naja. Gucken wir mal ganz kurz nach, ob ich das da alles fertig hatte oder nicht. Nee, hatte ich sogar. Aber Welt 4 Turm hatte ich nicht. Aber ich meine, dafür brauche ich einen Mini-Pilz, wenn ich mir recht entsinne. Das könnte durchaus sein. Ja, du musst ja auch noch die Dingens da holen, ne? Pilz. Welt und Blumenwelt, ne? Ja, dafür muss ich ja bloß in die scheiß Kanone reingehen. Das ist nicht irgendwie das Große. Aber musst du doch nicht eine freischalten oder hast du beide freigeschaltet? Ich habe gar keine freigeschaltet bisher. Ich glaube, die erste Kanone hattest du freigeschaltet. Ja, ich habe, glaube ich, mehr als nur eine Kanone freigeschaltet, aber ich bin da noch gar nicht reingegangen. Ja, ich weiß, aber also du hast halt zwei wichtige Kanonen, so gesehen. Und ich glaube, eine hast du davon freigeschaltet, aber die zweite nicht. Möglich? Keine Ahnung. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben immer noch 2 Minuten. 2 Minuten, dann könnte ich vielleicht noch irgendwas schaffen in der Zeit. Wärst du klug, in dieses Level reinzugehen, wenn ich noch 2 Minuten habe? Komm, Welt 4, was habe ich da? Irgendwas, was super schnell geht. Welt 4, 2, let's go, komm, zweite Sternmünze, ich finde die doch safe auf Anhieb, oder? Safe Call. Das ist nicht das Klügste, was ich je getan habe. Ja, bei mir denke ich das gerade auch, aber es wird schon schief gehen. Ja, so, hier ist die erste Sternmünze. Jetzt müssen wir einfach schlau rangehen. Wann könnte die zweite Sternmünze kommen? Und wo kann ich sie vergessen haben? Oh lol, hier. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Lil. Nee, hier ist keine Sternmünze, schade. Hätte ja klappen können. Nee, bitte lieber nicht. Wieso nicht? Wolltest du eigentlich schon in die Karten spielen, wenn du scheiße bist? Ja, das stimmt vielleicht. Aber Karten schmarten, sage ich da immer. Okay, nein. Schade. So, ich bin halt gerade ein bisschen concentrated. Liam LP, erzählen Sie irgendwas, Mann. Ich bin auch gerade concentrated. Ja, darf's aber nicht sein. Doch. Gibt's beim Turm eine Halbzeitfahne? Beim Turm eine Halbzeitfahne? Ja. Ja, normalerweise schon. Würde mich jetzt sehr freuen. Bin ich zu blöd, um da jetzt dran zu kommen, oder was? Ich weiß es nicht, scheinbar. So.
Würde mich jetzt nebenbei sehr freuen, wenn ich eine Halbzeitfahne bekommen würde, weil dann hätte ich nämlich die Sternmünze abgespeichert. Hier ist die Sternmünze. Nice. Komm schon, Halbzeitfahne, Halbzeitfahne, Halbzeitfahne. Weil wir haben nur noch 22 Sekunden. Ja, dann gönn dir. Ja, da ist die Halbzeitfahne. Perfekt. Das heißt nämlich für mich, ich habe das abgespeichert. Oh Leute, hier muss man ja richtig on time sein. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? 10, 9, warte, was? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uah, und ich hab's geschafft. In der letzten Sekunde. Da muss ich wieder zurück zur Karte. Aber ich habe extra Time. Das heißt, ich muss im nächsten Part wahrscheinlich 20 Sekunden am Anfang warten oder so, weil dieses Level geschafft ist. Ach, fuck, jetzt hab ich doch nicht Halbzeit fahren, weil ich die, Ich war so ein Skiller, Alter. Ich bin da so durchgeskillt. Ja, ist klar. Okay, Leute. Bewertet Kommentare, sehr gerne gesehen. Schaut bei dir vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.